Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Morrowind. Ich habe im letzten Part grandios gefailt, diese Kagutis zu töten. Mehr oder weniger hat das den ganzen Part in Anspruch genommen. Und ach so, du rennst mir hinterher. Das habe ich also noch nicht mal beendet im letzten Part. Ja gut, ich stand ziemlich neben mir. Das hat mich sehr aufgeregt, wie ihr sicherlich gesehen habt, falls ihr überhaupt den Part angeschaut habt. Okay, dann werde ich noch den hier hinführen. Das ist ja kein großer Akt. Und dann werde ich mich mal wieder auf die Suche nach dem Schrein machen. Ich glaube, im Part 11 habe ich das schon irgendwie angenommen, diese Quest, und immer noch nicht beendet. Allerdings sollte ich so langsam dort angekommen sein. Okay, aber Wenn jetzt. ich euch helfen kann, werde ich Euer es Tagebuch tun. wurde aktualisiert. Es Wunderbar, dauert ich nicht zu konnte lange. Edras Oriel inzwischen inquartieren. Was? Was zum? Ich konnte Edras Oriel dorthin zurückeskortieren, wo ich Toronar gefunden habe. Was habe ich da gerade vorgelesen? Oh Gott. Es ist besser, dass wir die Kaguti los sind, obwohl es wahrhaftig wunderbare Tiere sind. Habt ihr die Färbung gesehen und die Größe? Und der Größe war echt eine Bestie. Ja, ich erinnere mich noch allzu gut. Ah, ihr habt ihn gefunden, mein Freund Edras, wie schön. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Ich fürchte, dass ich nicht viel habe, was ich euch als Belohnung geben könnte. Aber dieses Amulett wird euch bei euren Reisen vielleicht von Nutzen sein. Er hat uns beiden bei mehreren Gelegenheiten geholfen. Passt auf euch auf. Und ich nenne ein Amulett schon mit R. Wenn ich euch helfen Wie auch kann, immer. werde ich es tun. Hauptsache, Gott, es dauert ja, nicht das zu ist lange. direkt nach dem vorherigen Part aufgenommen jetzt hier. Ah, da ist der Schrein. Wenigstens finde ich den auf Anhieb. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht wirklich hier rumgewandert, um den zu finden. So. Hier eine Verdruck, wie wirkt die Lasten für einen armen Bauern, der kleinen Schlamm, der keinen Schlammschirm mehr entkommt. Nehmen Sie einen Guage, schau mal. Stimmt, das habe ich komplett verdrängt. Wir müssen bei den Altaren Schlamm opfern. Da ist zum Beispiel welcher. Da haben die Entwickler wenigstens dran gedacht, dass da zum Beispiel Schlamm geerntet werden kann. Natürlich muss man das als Blindspieler erstmal wissen, wo Schlamm zu finden ist. Ich meine, Schlamm liegt nahe in der Nähe von Wasser und Erde, aber nein, das sind Schlammschwämme und da kann man Schlamm ernten. Oh Gott, ich bin im Wasser und das ist nicht nett. Oh Gott, nein, ich werde es jetzt nicht nochmal neu machen. Komm. Bitte, bitte, bitte. Sei einmal gut zu mir, Spiel. Verdammt, das sind ja kleine. Geh auch bitte drauf. Vom Strom sollte hier doppelt so effektiv sein. Ach, der ist tot. Okay. Okay, ich werd hier speichern. Ich kenne mein Glück. Gerade von den Kagutis hier. Ich hab's gesehen. Nachher kommt noch ein anderes Viech an, was ihr noch sehen werdet. Und ja, ich glaube, das macht mich wirklich kalt. Deswegen lasse ich das erstmal hierbei. Und werde vorher speichern. Okay. Schlammkrabbe sollte jetzt nicht so das Problem sein. Oder haut die mich auch jedes Mal weg? Nein, ausnahmsweise nicht. Ich konnte sie killen, ohne mich permanent zu heilen. Gut, hier haben wir Schlamm. Mehr brauchen wir auch nicht. Oder? Moment. Ach nein, wir brauchen fünf. Ich glaube, wir brauchen fünf davon. Ich meine schon, ja. Bitte lass mich fünf kriegen. Bitte, bitte, bitte. Ja, perfekt. Okay, ich weiß nicht, ob es eine oder fünf waren, aber immerhin bin ich mir jetzt sicher, dass ich auf jeden Fall 100% Schlamm habe, den ich brauche. Ob jetzt nur 1 oder 5. Von daher lieber auf Nummer sicher gehen. Okay. Na komm, geh hier mal ein bisschen hoch. Und hier komme ich natürlich nicht hoch, oder? Das grandiose Bergstein in Morrowind. Nein, das ging jetzt leider nicht. Aber von dieser Seite auch sicherlich, oder? Nein, das buggt ein bisschen unschön. Weil es buggt nicht mal, aber ich rutsche da halt permanent runter. Wie komme ich wieder darauf? Ist eine gute Frage. Und der Himmel, der ist auch so wunderbar. Wirklich, Leute, bedenkt mal, dieses Spiel kam 2002 raus. Und schaut mal, ja, das ist gerade eine ungünstige Position, das zu zeigen. Schaut mal dieses Wasser in Verbindung mit dem Himmel. Das ist doch einfach nur unglaublich, oder? Also, damals war es wirklich seinerzeit der Grafik, die sonst auf dem Markt war, voraus. Das ist wirklich wunderschön gewesen. Ach, da ist der Schrein schon. Also, ich liebe dieses Spiel, es ist wunderbar. Okay, wollt ihr den Schlamm opfern? Natürlich will ich das. Die Gnade der Demut. Habt Dank für eure. Die Gnade der. Ach so, Doppelpunkt. Habt Dank für eure Demut fürs Bewirk. Ich werde nie eitel oder überheblich sein, sondern meinen Platz in der Welt einnehmen und dankbar dafür sein. Wir haben jetzt Feder 100 Punkte. Das heißt, unsere Tragkraft wurde um 100 vermindert. Natürlich nicht permanent, sondern nur für eine bestimmte Zeit, die hier nicht angegeben ist. Ach, immerhin, wir haben einen Schrein. Jetzt mal endlich.
Werden wir mal gucken, was der zweite ist. Nein, das ist nicht der Pilgerschrein. Das Pilger ist, das ist es. Bewegungsloser Mond, der Schrein der Kühe im frühen Tag. Verleihter Mond. Ich glaube, da haben wir die Stadt Wewerk, den Tempel ist gerade. Ah, okay, ja, ja. Mhm. Okay, das ist nicht wirklich schwierig. Ich glaube, es ist egal, ob ich von hier nach Balmora gehe oder von hier nach Wewerk. Das dürfte relativ aufs Gleiche rauskommen. Ich denke, ich werde ja nach Wewerk laufen. Dann seht ihr diese Stadt auch. Es ist übrigens die größte Stadt in Vardenfell. Morrowind wäre falsch, aber in Vardenfell die größte. Und ich ahne nichts Gutes, wenn ich hier durchs Wasser schwimme. Ja, es ist die, ich glaube, es ist sogar die Hauptstadt Vardenfells. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Es ist so eine etwas eigenartige Stadt, zumindest vom Aufbau. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, die Architektur der Städte ist immer anders, was ich persönlich sehr schön finde. Da hinten taucht schon etwas auf, genauso wie unter Wasser gerade auch. Hm. Ich mal erfahren, von wo. Und da, es ist ein kleiner Fisch, natürlich. Der macht uns solche Probleme. Klar doch. Für gewöhnlich kommen mehr Fische. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich sterbe noch dabei. Ich fände es echt sehr sozial, wenn er drauf geht. Das ist er sogar. Und ich fände es ebenfalls toll, wenn ich relativ schnell darüber komme. Denn ich habe keinen Bock hier noch zu sterben bei irgendwelchen kleinen Fischen, die mich anknabbern. Oder von irgendwelchen Krebsen, die mich mit ihren Scheren zerdrücken. Oder mir Gliedmaßen abkneifen wollen. Ich bin schon relativ nah an der Küste. Das heißt, eine Flucht wäre möglich, wenn die nicht allzu imbar sind. Okay. Ich denke, auf den Kampf können wir uns einlassen. Das ist so ein kleiner Fisch. Übrigens weiß ich jetzt auch, zumindest ist es mir sogar schon im Kampf aufgefallen, warum ich so wenig Schaden mache, verhältnismäßig. Guckt euch mal den Zustand meines Schwertes an. Den gibt es nämlich hier auch noch. Im Gegensatz zu Skyrim nicht mehr. Hier, 351 von 800. Das heißt, wir haben schon mehr als die Hälfte davon abgenutzt. Werde ich mal am Anfang den hier nehmen. Dieses Ding reparieren. Moment, das kann ich eigentlich alles fertig machen. Denn ich werde es verkaufen. Und dann nützt es natürlich mehr, wenn die Sachen heile sind. Dann kriegen wir natürlich auch den Originalwert. Okay. So, und dann die Reparaturzange. Immerhin, das sollte etwas repariert werden. Okay, so viel. Ja gut, es ist noch einiges zu reparieren. Aber immerhin besser als zuvor. Okay. Wewerk liegt geradeaus und ich habe jetzt im Eifer des Gefechts vergessen, wie viel Zeit vergangen ist. Ich nehme jetzt mal einfach gefühlt noch... Was habe ich denn bisher gemacht? Das. Ich schätze jetzt mal so ab. Ja gut, 5 Minuten noch. Dann dürfte das ungefähr hinkommen. Schätze ich einfach mal. Ich hoffe danach auch wieder mein Zeitlimit so zu halten. Aber mitten in einem Kampf einen Cut machen und sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht, wie zum Beispiel das letzte Mal beim Kaguti, da halte ich auch nicht viel von. Deshalb werde ich sowas dann wohl ungeschnitten lassen. Dann ist der Part wohl etwas länger in der Hinsicht. Hier ist die Drehenplantage. Wir haben schon relativ viele Orte entdeckt, fällt mir auf. Wir waren natürlich hier hinten noch gar nicht. Wir haben nur gesagt bekommen, wo Gnisis ist. Ich weiß gar nicht, woher. Ich glaube, Gnisis für den Pilgerschrein, ja? Könnte möglich sein. Okay, hier ist jemand in einer Rüstung, die meiner Meinung nach in Morrowind ziemlich affig aussieht. Und zwar ist es eine Dwemer-Rüstung. Die ist auch... Also sie fällt unter der Kategorie schwere Rüstung und ist nicht wirklich so wirklich effektiv. Vor allem ist sie nicht wirklich so wirklich effektiv, ja. Ich spreche auch nicht wirklich so wirklich deutlich. Warum bin ich hier ins Wasser gesprungen? Das ist äußerst dumm gewesen. Irgendwas kommt jetzt. Ein kleiner Fisch. Gott sei Dank komme ich nur mit kleinen Fischen in Berührung. Die Großen wären nämlich schon äußerst böser. Und es gibt auch noch etwas, das nennt sich Droik. Und das Vieh haut rein. Das wird mich, glaube ich, töten. Wenn es dieser kleine Fisch schon fast macht, dann stelle ich es beim Großen schon viel schlimmer vor. Ohne Mist. Stirbst du mal? Danke. Ohne Rüstung hat sich auf 10 Punkte verbessert. Und ich glaube, wir haben schon wieder 4 von 10. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich könnte natürlich wesentlich schneller aufsteigen. Ich könnte jetzt schon durchaus Level 10 bis 15 sein. Aber ich will natürlich nicht
ein Charakter, wer weiß, wie ultimativ powern, dann hätte ich jetzt schon eine super Rüstung haben können, hätte eine gute Waffe, hätte mich ausbilden können, hätte in Orte gehen können, wo man Ultra Kohle herkriegt, um mich dann quasi hier drin auszubilden und dann, ja, wäre ich jetzt schon quasi unbesiegbar für die meisten Viecher. Zumindest hier auf Morrowind. Aber das ist natürlich absolut nicht Sinn der Sache, deswegen sonst Ziel verfolge ich nicht. Ich könnte deutlich schneller, aber natürlich wäre es sinnfrei, wenn man das auch in die Tat umsetzt. Es soll auch noch spannend bleiben. Und gebt zu, das mit dem Kaguti, ich fand es nicht wirklich lustig, aber für euch ist das doch sehr amüsant, oder? Ihr freut euch doch, wenn der Part länger wird und ich mich da drüber aufrege, wie ich einen Kaguti nicht gekillt bekomme. Das könnt ihr mir nicht erzählen, das ist garantiert so. Hier seht ihr übrigens Vivek. Ich habe euch ja gesagt, es sieht eigenartig aus. Und es sind mehr oder weniger Wohninseln. Auf dem Wasser bin ich mir nicht sicher. Entweder durch Stützen oder aber sie schweben regelrecht darauf. Ich glaube sogar eher zweiteres durch Magie. Ja, davon gibt es einige, wie ihr hier sehen könnt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Orte aufgedeckt habe. Normalerweise muss man das so finden. Okay, hier auf dem Rücken zu springen, sollte einigen, die das Spiel kennen, aufgefallen sein oder generell in den Wohninseln, ist nicht so schlau. Denn diese Dinger, da kann man durchglitschen, dass man dann quasi ins Wasser fällt, wo diese Wohninseln drauf sind. Deswegen sollte man nicht springen, während man hier langläuft. Okay, wir sehen hier relativ schöne Banner. Und ich finde Vivek eigentlich auch wunderschön. Ich meine, in einem LP kann man nicht diese Atmosphäre aufbauen, als würde man das Spiel selbst spielen. Aber ich finde diese Atmosphäre einfach unglaublich. Der Nachthimmel in Verbindung mit diesen unglaublichen Städten. Ach, es ist einfach wundervoll. So, in welchem Distrikt waren wir eigentlich? Ist es relativ egal, wir haben eh alle entdeckt. Jetzt sind wir in Redoran, das ist ein Fürstenhaus. Davon gibt es drei in Morrowind. Einerseits Redoran, wie gerade gesehen. Tel Vanni sind, Moment, ich kann ja auch schon mal zusammenfassen, was die für Interessen haben. Redoran sind, glaube ich, so eine Art Krieger, mehr oder weniger. Tel Vanni sind Magier, interessieren sich für Politik eigentlich gar nicht, denen geht alles ziemlich am Arsch vorbei. Selbst wenn man ausgeschlossen wird aus deren Organisation, interessiert das die meisten nicht. Und dann gibt es noch Lalu, das sind Händler und von manchen werden sie auch Schmuggler oder Diebe genannt, weil die Methoden teilweise, um manche Dinge zu erwerben, etwas anrüchig sind. Ja, hierzu könnte ich auch einiges erzählen. Das hier ist der fliegende Mond. Ich glaube, das ist das Teil, was in Skyrim, zumindest vor Zeiten Skyrims, runterkam. Dadurch wurde der Rote Berg angeregt und Morrowinds Vulkan ist wieder aktiv geworden. Das Ding wird vom Glauben an das Tribunal gehalten und deshalb wird auch quasi alles andere untersagt, damit der Glaube am Tribunal nicht abbricht, denn sonst kommt das Ding runter und haut mehr oder weniger alles von Vanfell weg. Okay, hier sind wir auch schon fast an unserem Ziel. Ich glaube, wir brauchen einen Levitationstrank, wenn wir den nicht schon haben. Ich befürchte aber nicht. Nein, haben wir nicht. Ich glaube, da muss ich ihn kaufen. Ah, handeln. Natürlich darf ich das nicht. Aber mit dir vielleicht. Ja, aber du hast nur komische Sachen. Ach so, apropos. Lalalala. Da seht ihr, dass 4000 Draken wohl noch nicht wirklich das Optimum sind. Das war gerade ein Ebenerdschild, was ihr gesehen habt, mit einer Verzauberung. Und hier will ich jetzt einen Levitationstrank. Levitation. Licht, den wollen wir nämlich opfern. Trank des Auftriebs. Nur einen teuren, ich will aber einen günstigen eigentlich haben. Trank des Auftriebs, ja komm, es muss einen günstigeren geben. Ich will jetzt nicht wirklich so viel Kohle dafür opfern. Irgendeinen Trank des Auftriebs wird den wohl noch haben, oder? Irgendeinen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Ich sehe schon, das ist nicht gut. Genauso wenig gut ist, dass die Zeit schon wieder so weit vorangeschritten ist. Ich glaube, dann werde ich hier den Part mal beenden. Kann man bei ihr noch was oder bei ihm noch kaufen? Ich glaube eher nicht. Nein, bei ihm kann ich mich nur ausbilden. Huch! Achso, ich bin draußen. Macht nichts, ich bin jetzt nicht bereit. Du hast doch einen. Ha, wusste ich doch. Und sogar ein ganz billigen. Na komm, 5 anstatt 4 sind zwar 20% Minderung, aber das machst du doch sicherlich, oder?
Klick, 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 klick. Du machst es. Habe ich doch gewusst. Falschen auf 8. Okay, dann werde ich jetzt eben noch zu diesem Schrein hier hingehen. Der befindet sich nämlich rechts von uns. Genau. Wobei es ist nicht so klug, den schon zu aktivieren. Deswegen, ich werde hier stehen bleiben und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.